Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, militärische Interventionen stoppen, das ist die erste Forderung im Antrag der Grünen. Natürlich, Herr Nuripur, muss es das Ziel sein, diese Interventionen zu stoppen. Niemand kann wollen, dass hier dauerhaft Krieg besteht oder dass hier gebombt wird, von wem auch immer. Täglich sterben im Jemen Soldaten, Zivilisten und Kinder, und das muss aufhören. Houthi-Rebellen kämpfen gegen die staatlichen jemenitischen Strukturen und haben diese ja weitgehend lahmgelegt und zerstört. Al-Qaida-Terroristen kämpfen mal gegen den Staat, mal gegen die Houthis, und zu allem Überfluss sind nun auch noch IS-Terroristen im Land und an den Kämpfen beteiligt. Präsident Hadi ist von Sanaa nach Aden und später nach Saudi-Arabien geflüchtet. Das ist ja hier erwähnt. Eine Regierung besteht de facto nicht. Es besteht eine große, große Unsicherheit im Land, eine humanitäre Katastrophe, das haben Sie ja richtig beschrieben. Aber auch in dieser völlig verfahrenen, desolaten Situation müssen natürlich erneut Friedensverhandlungen beginnen, und da sind wir ja ganz bei Ihnen. Niemand wird das ernsthaft bestreiten. Es stellt sich aber die Frage, wer soll denn hier mit wem eigentlich verhandeln? Wer erkennt denn den jeweils anderen als Verhandlungspartner an? Das ist die erste Schwierigkeit. Bei den Friedensverhandlungen in Genf war es so, dass der UN-Sonderbeauftragte mehr Zeit mit dem Pendeln zwischen den Hotels verbracht hat als in den Sitzungen selber. Also so einfach ist das nicht. Trotzdem müssen diese Verhandlungen möglichst schnell, und da würde ich Sie voll unterstützen, wieder aufgenommen werden. Um eine politische Lösung, wenn es sie denn gibt, und wir hoffen das alle, das ist doch klar, um das überhaupt zu ermöglichen. Und ich denke, wir sind uns auch alle einig, dass wir nicht tatenlos zusehen können, dass ein Anschlag nach dem anderen das Land im Chaos versinken lässt. Allein in den letzten Tagen gab es wieder zahlreiche Tote. 17. Juni, 30 Tote. 20. Juni, 3 Tote. 30. Juni, 28 Tote. Darüber hinaus war der Jemen auch Ausgangspunkt übrigens für die feigen Attentäter, die im Januar in Paris die Redaktion von Charlie Hebdo und einem jüdischen Supermarkt angegriffen und dabei 17 unschuldige Menschen töteten. Der Jemen steht also vor einem totalen Zerfall oder ist zerfallen und wird in seinem jetzigen Zustand natürlich auch zur leichten Beute des sogenannten Islamischen Staats sowie von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Das muss man einfach sehen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Aggressionen auch der Houthis, Sie haben es ja auch gesagt, zusätzlich aus dem Iran befeuert und unterstützt und gegebenenfalls sogar gesteuert werden. Saudi-Arabien spielt in der Arabischen Liga und im Golf-Kooperationsrat eine entscheidende Rolle. Das kann niemand bestreiten, trotz aller Kritik, die wir alle an diesem Staat haben. Brauchen wir sicher die Saudis, und wenn ich nur an die mittelalterliche Rechtsordnung, die dort herrscht, wir haben ja alle die 1000 Stockschläge für Ralph Badawi noch in Erinnerung und wissen, dass wir es mit einem Staat zu tun haben, der mit unseren demokratischen Maßstäben überhaupt nicht zu messen ist und auch nicht zu beschönigen ist. Trotzdem werden wir ohne Saudi-Arabien Sicherheit und Stabilität in der Region schwer herstellen können. Auch das ist die Wahrheit. Und an dieser Stelle berühren wir ein grundsätzliches Problem der Ethik. Es gibt Konflikte, in denen man sich auf keine Seite stellen möchte. Genau das ist hier der Fall. Wir stellen uns auf die Seite der Menschen, die dort in dem Land. Nein, ich stelle mich hier gar nicht auf irgendeine Seite. Hören Sie mal gut zu.
Und trotzdem in der Abwägung dann immer wieder das kleinere Übel wählen müssen, denn ohne Saudis wird es keine Lösung geben des Konfliktes. Ich bin sofort zu Ende, Frau Präsidentin. Entscheidend wird sein, Angriffe auf das Militär und die terroristischen Anschläge auf die Zivilbevölkerung zu beenden. Da sind wir klar, dass dies ohne eine militärische Intervention gelingen kann, muss zum jetzigen Zeitpunkt mindestens, da sage ich mal, bezweifelt werden. Das wird sehr schwer. Auch wenn das von Ihnen gewünscht und von jedem gewünscht, von mir auch, ich wünschte auch, wir könnten da mit guten Zureden oder mit Verhandlungen allein das schaffen. Befriedete Zonen sind unerlässliche Voraussetzungen für humanitäre Hilfe. Das ist ja auch das Nächste, was wir tun müssen, die humanitäre Hilfe, die dringend erforderlich ist. Und da müssen wir Saudi-Arabien auch fordern. Die müssen natürlich Flüchtlinge aufnehmen. Die müssen auch helfen, auch humanitär helfen. Wer besser als Bomben, bin ich ja ganz bei Ihnen. Bei diesem Vorhaben dürfen wir keine Zeit vergeuden. Auch das ist richtig. Die menschliche Katastrophe ist in vollem Gange. Sie haben es gesagt, 4/5 der Bevölkerung, so die Vereinten Nationen, sind auf Hilfe angewiesen, unter ihnen auch etwa 1,8 Millionen Kinder, was uns ja zutiefst bedrücken muss. 2600 Jemeniten, was lachen Sie da eigentlich? Es Frau gibt Kollegin Mutschmann. Die Rede ist zu Ende, Frau Präsidentin. Die Lage, ich rede mich hier gar nicht raus, sondern ich sage nur, wie die Lage ist und wie schwer es ist, sie zu... Das habe ich Ihnen doch gesagt. Aber Sie müssen mal zuhören. Für Sie gibt es nur einfache Lösung, die gibt es aber hier nicht, gerade hier nicht. Die Lage ist so verworren und Sie meinen, man könnte mit guten Zureden oder mit Hände in den Schoß legen, den Jemen befrieden. So einfach ist das nicht. Und deshalb, sage ich mal, sind wir sicher auch als Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, uns hier nach bestem Wissen und Gewissen einzubringen. Aber dass es so einfach wäre, wie manche es sich wünschen, ich mir übrigens auch, Herr Nuri. Frau Kollegin Mertschmann, ich darf Sie jetzt doch bitten, zum Schluss zu kommen. Sie haben jetzt fast 3 Minuten mehr gehabt. Bitte schön. So.